Das heutige Horoskop, Schütze, 4. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Eine der schönsten Zeiten des ganzen Jahres steht vor Ihnen. Unsere große Leuchte, die mächtige Sonne, bildet heute einen exakten Tanz am Himmel mit dem herrlichen Jupiter, Ihrem planetarischen Herrscher. Diese euphorische, glückselige Energie wird sich auch in den kommenden Tagen noch verbreiten und Ihnen helfen, vom Leben überglücklich zu sein. Dies ist eine wichtige Zeit, um Pläne zu schmieden, im Moment zu leben und sich zu erlauben, tiefe Freude und Vergnügen zu empfinden. Machen Sie Pläne, träumen Sie groß und nehmen Sie an, was Ihr Herz und Ihr Geist Ihnen sagen. Das Universum führt Sie auf einen Weg zu mehr Möglichkeiten für persönliches oder romantisches Wachstum. Wie wollen Sie alles bei der Arbeit bewältigen? Sie sind möglicherweise hin- und hergerissen, wie Sie mit stressigen Arbeitsangelegenheiten umgehen sollen, wenn der Wohnmond im Krebs im Trigon zur Sonne im Skorpion und im Sextil zum retrograden Jupiter im Stier steht. Berufliche Verstrickungen werden klarer, aber Sie werden dadurch auch darüber nachdenken, was Sie tun müssen, um die Situation in den Griff zu bekommen. Sie können es entweder weiterlaufen lassen oder Arbeitsplatzgrenzen festlegen. Obwohl es entmutigend sein mag, Grenzen zu setzen, deutet die kosmische Energie darauf hin, dass es gut ankommen würde. Da die Aktivitäten auf dem Planeten nicht nur auf der Einkommensseite des Finanzzorns stattfinden, sondern auch einige entscheidende Tage sowohl auf der Einkommens- als auch auf der Jobseite bevorstehen, ist der monatliche Besuch des Mondes in Ihrem Finanzsektor eine wertvolle Gelegenheit, die andere Seite des Finanzsektors zu unterstützen, Zaun einige dringend benötigte Aufmerksamkeit. Da Ihr Unterbewusstsein in der Lage ist, Informationen schneller herunterzuladen, als Sie sie gerade verarbeiten können, vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, ohne zu viel nachzudenken. Der heutige Aspekt gibt einem ein Gefühl der Unruhe eher psychisch als körperlich. Tatsächlich wird es Ihnen besser gehen, wenn Sie Sport treiben, um das Unwohlsein, das dieser Transit hervorrufen kann, zu bekämpfen. Die himmlische Konfiguration führt bei Menschen zu Eigennutz und Gefühllosigkeit, zwei Eigenschaften, die einem auf die Nerven gehen. Konzentrieren Sie sich in Ihrem eigenen Interesse auf sich selbst und behandeln Sie Ihren Körper so, wie Sie es von der Erde erwarten würden, freundlich, sanft und mit Respekt. Seien Sie nicht überrascht, wenn Ihr engster Freund Sie heute um Hilfe bittet. Die Schwingung dieses Tages besteht darin, die persönlichen Interaktionen auf einer 1:1-Basis zu verbessern. Nehmen Sie sich die Zeit, zuzuhören und so gut wie möglich zu unterstützen. Und wenn die Situation so ist, dass Sie eine Schulter zum Anlehnen brauchen, zögern Sie nicht, danach zu fragen. Sie werden wahrscheinlich von jedem, mit dem Sie über Dinge sprechen, die Sie belasten, gut aufgenommen werden. Während die Rückkehr der Sonne in den Schützen zum Beginn Ihres Geburtstagsmonats und der neuen Sonne mit Merkur noch 3 Wochen entfernt ist, steht die Rückkehr des Planeten der Kommunikation nächste Woche und die erste Planetenaktivität in Ihrem Zeichen in diesem Jahr schon vor der Tür. Da der Mond seinen letzten Besuch in Ihrem Beziehungsbereich vor diesem Zeitpunkt abschließt und Sie wissen, dass er bei seiner Rückkehr in 4 Wochen wie ein Vollmond sein wird, sind Sie emotionaler engagiert und haben die Möglichkeit, Ihren emotionalen Reaktionen klar zuzuhören und unkomplizierter Weg. Wenn der Mond Ihren Beziehungsbereich verlässt, werden Sie emotionaler und intuitiver involviert sein, aber auch Erkenntnisse darüber gewinnen, was Sie von Ihren Beziehungen erwarten und was Sie tun können, um dorthin zu gelangen. Im Moment besteht kein Druck und dies dient eher Ihrer Information, aber da der Mond nächsten Monat als Vollmond zurückkehrt, ist es wichtiger denn je, aufmerksam zu sein. Täglicher Planetenüberblick. Heute ist es wichtig, einen Schritt zurückzutreten, ein langsameres Tempo anzunehmen und zuzulassen, dass die seelenvolle Energie des wässrigen Krebsmondes unser Handeln beeinflusst. Bei unserem Bestreben, unser inneres Selbst zu pflegen und zu pflegen, ist es von größter Bedeutung, Ruhe und Entspannung in den Vordergrund zu stellen. Denken Sie daran, dass das Leben kein hektischer Wettlauf Richtung Ziellinie ist, stattdessen ist es eine Gelegenheit, die heilenden Energien, die uns umgeben, zu genießen und aufzunehmen. Der Krebsmond lädt uns dazu ein, der Selbstfürsorge den ganzen Tag über absolute Priorität einzuräumen. Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Entscheidungen sorgfältig zu überdenken, denn übereilte Handlungen können später zu Bedauern führen. Anstatt auf den persönlichen Erfolg fixiert zu sein, denken Sie über die Auswirkungen Ihrer Ambitionen auf andere nach.
Das Streben nach Größe auf Kosten Ihres Fortschritts kann Konsequenzen haben. Zeigen Sie in Ihren Beziehungen eher Zurückhaltung als Rücksichtslosigkeit. Wenn Sie offene Finanzangelegenheiten klären möchten, ist dies der ideale Zeitpunkt. Lassen Sie jedoch die gleiche Vorsicht walten, die Sie immer beim Umgang mit Geld anwenden würden. Vertrauen Sie bei sinnvollen Investitionen Ihrem Instinkt und befolgen Sie die Ratschläge, die Sie erhalten, denn diese haben mehr Gewicht als sonst. Selbst größere Anschaffungen wie ein Auto oder ein Haus werden Sie nicht einschüchtern, Sie sind dafür gerüstet und können diese mit Zuversicht angehen. Der gestrige Abschied des Mondes aus Ihrem Einkommenssektor würde Ihnen immer ein besseres Gefühl dafür vermitteln, wo sich das Geld befindet, und Ihnen Informationen, Erkenntnisse und Botschaften herunterladen, die Sie auspacken können. Während es immer wichtig ist, aufmerksam zu sein, wenn Venus, der Planet des Geldes, nächste Woche in Ihren Arbeitsbereich zurückkehrt, verlagern die Geldgötter ihren Fokus auf die andere Seite des Finanzzauns, diesmal umso mehr. Himmel für heute. Da es in Ihrem Einkommensbereich keine Planetenaktivität gibt, spielen die monatlichen Besuche des Mondes eine entscheidende Rolle dabei, Ihre finanzielle Situation im Auge zu behalten und Ihr Verständnis darüber zu aktualisieren, wo Ihr Geld steht. Diese Mondbesuche stärken nicht nur Ihr finanzielles Gespür, sondern dienen auch als Auslöser für mögliche finanzielle Entwicklungen. Besonders hervorzuheben ist, dass der Mond bei diesem Besuch einen harmonischen Aspekt zur Sonne und den Planeten in Ihrem Arbeitsbereich bildet. Diese Ausrichtung findet genau dann statt, wenn Sie sich annähern, und geht der bevorstehenden direkten Wendung Saturns in Ihrem Karrierebereich voraus, die für morgen geplant ist. An diesem entscheidenden Punkt Ihres Berufsjahres bietet die Präsenz des Mondes wertvolle Einblicke in die Finanzlandschaft. Es ist erwähnenswert, dass die freundschaftliche Verbindung des Mondes mit dem Südknoten in Ihrem Einkommenssektor, kurz bevor er gestern Ihren Karrieresektor verließ, Sie mit ausgeprägten beruflichen Instinkten geprägt hat. Sie haben außerdem eine Fülle von Informationen, Erkenntnissen und Botschaften zum Auspacken erhalten, sowohl im finanziellen als auch im beruflichen Bereich. Mit Blick auf die Zukunft kündigt die Rückkehr von Venus, dem Planeten des Geldes, nächste Woche in Ihren Einkommensbereich eine potenziell lukrative Zeit für 2023 an. Während Sie sich durch diese Energien bewegen, ist es sehr wahrscheinlich, dass Sie Momente der Provokation erleben. Nehmen Sie diese Provokationen nicht zu ernst, auch wenn Sie merken, wie leicht Sie sich ärgern. Erwägen Sie, Ihre Interaktionen auf Ihre engsten Freunde zu beschränken, da diese Ihre Stimmungsschwankungen am besten verstehen und bewältigen können. Um aufgestaute Aggressionen abzubauen, sollten Sie körperliche Aktivitäten wie Joggen, Radfahren oder Schwimmen in Betracht ziehen, um sich zu entspannen. Da Merkur in nur 7 Tagen in Ihrem Einkommenssektor ankommen wird und damit der erste Planet in diesem Jahr sein wird, und die Sonne, der Mars und der Zwergplanet Ceres 3 Wochen später nachziehen, bietet sich der jüngste Abschied des Mondes von Ihrem Finanzsektor an eine Gelegenheit, Ihren Fokus auf die andere Seite des Finanzspektrums zu verlagern. Ihr finanzieller Instinkt bleibt scharf und Sie verfügen über eine Fülle von Informationen, Erkenntnissen und Botschaften, die Sie in dieser dynamischen Zeit auspacken und nutzen können.